Vor dem Parlament in Den Haag verteilen Geflügelzüchter am Morgen Eier. Sie wollen für ihr Produkt werben und sind wütend. Den Schaden aus dem Fipronil-Skandal beziffern sie auf mindestens 33 Millionen Euro. Denn Eier mussten vernichtet und Hühner getötet werden. Auch wenn unsere Hühner frei sind von Fipronil, dann dürfen sie im Moment nicht in den Handel kommen. Es läuft darauf hinaus, dass man nichts machen kann, außer die Hühner vernichten zu lassen. Willem van Lienert hat es sich nicht nehmen lassen, bei der Anhörung im niederländischen Parlament dabei zu sein. Denn hier sollen heute die Minister endlich sagen, was los ist. Schon lange ist klar, dass Warnhinweise nicht ernst genommen und die Ermittlungen verschleppt wurden. Die Bauern hoffen auf Entschädigung. Bereits im letzten Jahr hatten die zuständigen Behörden Informationen, dass Fipronil benutzt wurde, und man hat nichts unternommen. Also haben viele Bauern einen Betrieb gemietet, im guten Glauben, der sich dann später als Betrüger herausstellte. Immer neue Fakten kommen ans Licht. Der Reinigungsbetrieb Chickfriend soll nicht nur mit dem Insektizid Fipronil Blutläuse in Hühnerställen bekämpft haben, sondern auch noch ein zweites Pestizid namens Amitras in Kälberställen eingesetzt haben. Das geht aus der beschlagnahmten Buchhaltung des Betriebes hervor. Betroffen sind zwei Kälberbetriebe. Die wurden geschlossen und werden derzeit untersucht, berichten die Minister bei der Anhörung. Viel zu spät und chaotisch wurden die Verbraucher informiert. Das ist kein Einzelfall, kritisiert die Organisation Foodwatch. Man muss die einzelnen Stempelcodes der Eier abgleichen mit den Produkten, die man zu Hause hat. Man bekommt nicht mal eine Information über die Verkaufsorte dieser Produkte. Und es fehlt bis heute jegliche Information darüber, in welchen verarbeiteten Lebensmitteln denn eigentlich fipronilbelastete Eier eingesetzt wurden, verarbeitet wurden. Der Fipronil-Skandal hat erneut gezeigt, Europa muss in puncto Lebensmittelsicherheit besser kontrollieren und stärker zusammenarbeiten.